Hallöchen, liebe Freunde, auf dem Kanal vom PvP OK. Hier in Escape the Pacific. Leben auf der Trauminsel oder sterben im Pazifik. Jo, weiter geht's hier, ne? Ja, nahtlos angeschlossen hier vom letzten Video. Da vorne ist der Möwenfelsen. Die Möwen landen oder sitzen dann nur nachts dort bis in der Früh und dann fliegen sie weg. Ich habe mir also in der Nacht schnell noch einen Bogen gebaut und drei Pfeile dazu und habe hier schnell mal drei Möwen geschossen. Dann habe ich mir hier Salznäpfle hingestellt, damit wir wieder das Zeug hier auch salzen können. Das ist aber noch nicht fertig. Es ist noch zu 93%. Zu 93% ist es schon Salz. Also es fehlen bloß noch 7%. Dann haben wir richtiges Salz. Und dann können wir die Möwen mit Salz bestreuen. Zumindest eine. So viel soll es eventuell langen. Aber das reicht auch, dass man hin und wieder mal Salz zu sich nimmt. Wir schauen einfach mal in die Werte. Gesundheit ist noch 100, Hunger 42, das haben wir aber mit dem Fleisch bald erledigt. Durst 49, okay, wir haben Wasser, das ist kein Problem. Müdigkeit, ich habe zwischendrin noch mal schnell ein paar Sekunden geschlafen. Die Ausdauer ist bei 93%. Salzgehalt ist noch 83, das passt. Vitamine bräuchten wir halt dringendst. Da habe ich aber noch keine Bananen etc. gefunden. Und hier auf der Insel gibt es leider Gottes auch keine Kokosnüsse. Ne? Hier. Die reifen halt hier nicht. Ne? Warum, weiß ich auch nicht. Aber es ist halt noch nicht die Reifezeit da. So, wie schaut es jetzt hier aus? Es fehlt uns noch immer ein bisschen was. So, bis wir Frack tauchen, nämlich bis dahin, wo das rausschaut hier aus dem Wasser, müssen wir natürlich warten, bis die Sonne etwas höher steht. Zwangsläufig, damit wir nämlich bis auf den Grund schauen können. In der Zeit werden wir uns natürlich hier ein bisschen ausruhen und verköstigen. Und bevor wir tauchen, werde ich auch noch einmal schlafen, damit die Ausdauer auch wirklich bei 100% ist, weil sonst kann es passieren, dass man recht schnell von dort unten mit einer Kiste in der Hand nicht mehr hochkommt. Und wenn man so gierig ist und lässt die Kiste nicht fallen, dann könnte man auch ertrinken. Nein, könnte, nein, dann tut man auch ertrinken. Ihr könnt es ja ruhig mal ausprobieren, ne? So, wie viel haben wir hier? Immer noch 93%. Wir schmeißen also hier einfach, na, wo ist denn mein Holz hier? Wir schmeißen jetzt einfach ein wenig Holz noch drauf, in der Hoffnung. Wo ist mein Holz? Hier ist mein Holz. Dass der das Salz noch generiert. Oh ja, jetzt haben wir schon Salz. Okay, können wir es einmal nehmen, stellen es weg. So, dann habe ich jetzt umsonst das Holz reingeschmissen, macht aber nichts. Ach, man sieht es halt, dieses Feeling hier in der Karibik, ne? Oder wo wir halt sind im Pazifik da. Wunderschön, wie hier die Flammen sind und dann, ja, das hier nach oben stiebt. Man sieht auch die Windrichtung, stimmt eigentlich auch mit den Wolken so ziemlich überein. Ja, der Wind kommt also von hier irgendwo. Gut, dann brauchen wir unser Brathändel. Naja, Brathändel ist wegen übertrieben, ne? Das schmeißen wir erstmal in den Dreck. Achso, das wollte ich nicht. Doch, das wollte ich schon. So, dann nehmen wir uns das Salz und tun es einlegen. So, haben wir noch ein Salz übrig? Nein, haben wir nicht. Macht aber nichts, dann holen wir uns gleich mal Salzwasser und klatschen das einfach noch mal hier drauf. Ja, das ist jetzt mit Salz und
wir werden es jetzt essen. So. So, wir haben jetzt Hunger 0. Durst haben wir natürlich logischerweise, das ist ganz klar. Durst 50. Hm, naja, sauber, sag ich. Legen wir halt noch ein wenig Holz nach. Legen wir ein Holz nach, damit es mit dem Salzwasser auch ein bisschen schneller geht, weil nach dem Tauchen werden wir dann uns die Wampe noch mal vollhauen durch den Bauch, ne? Und werden dann nach Hause segeln oder segeln noch an einer anderen Insel vorbei, die so auch nördlich von uns liegt, von der Hauptbase. Dazu müssen wir aber von unserer Insel hier, das müssen wir jetzt überhaupt erst einmal überprüfen, schnell, wir sind ja, ach, wenig Bananen habe ich hingeschrieben, okay, alles klar. Und dann fahren wir nach K. K ist genau im Norden von der Base. Da fahren wir noch hin und dann fahren wir auf die Base zurück. Schauen wir mal, was wir da noch so alles zusammenbekommen. Gut. Naja, geht so seinen Gang. Das werden wir aber jetzt nicht mehr schaffen. Es ist schon sehr spät. Also sprich hier bei mir vor Ort. Das heißt, ich werde jetzt dann erstmal ins Bett gehen und werde dann morgen das Video weitermachen, zusammenschneiden. Anders geht es leider nicht, weil bis das so hell ist, dass wir tauchen können, dauert es noch ein bisschen, und bis das Salzwasser fertig ist, das dauert auch. Dann schaffen wir wahrscheinlich das Tauchen nicht mehr. Jetzt. In dem Video zwar schon, ne? Aber ich muss dann erst morgen weitermachen. Jo, dann sage ich jetzt erst einmal, wir machen eine Pause und dann schnippel ich den zweiten Teil vom Video ran, wenn wir dieses Wracktauchen machen werden. Also, liebe Leute, mache ich erstmal eine Pause für euch. Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom PvP. Okay, ach, Schmarrn, habe ich doch vorhin schon mal am Anfang gesagt, aber weil ich jetzt den zweiten Teil hier anfange, um das Video jetzt fertig zu machen, ja, das schneiden wir halt raus. Ja, Wracktauchen. So, also schauen wir mal, wir sind ausgeruht, wir haben gegessen, wir haben getrunken und dann schauen wir doch mal, was wir hier wracktauchmäßig ja, bekommen. Es ist ja recht seicht hier, Gott sei Dank. Dann braucht man keine Angst haben, dass man untergeht. Warum gehe ich unter? Ah, ja. Ich weiß, warum ich untergehe. Das ist genau der Fehler, den ich euch immer versuche auszureden zu machen. Mein Gott. Ich bin ein Trollkopf. Wisst ihr, um was das es geht, liebe Leute? Der eine oder andere wird schon geschnallt haben, ne? Dass wir ja unser ganzes Material dabei haben. Und das geht natürlich dann gewaltig in die Hose. Beziehungsweise nicht in die Hose, aber ins Wasser, ne? So dass wir nämlich total untergehen. Also immer schön ablegen, Leute, nicht vergessen, wenn ihr ins Wasser geht, legt das Zeug ab. Ihr seid schneller unter Wasser und kommt nicht mehr hoch. Und auch immer nicht vergessen, bei solchen Aktionen immer erstmal speichern. Dieses Angstspeichern ist notwendig. Weil man weiß nicht, wann das Spiel abschmiert, beziehungsweise ob einem was passiert. Und es muss ja nicht sein, dass man aus Jux und Dollerei untergeht, weil man was vergessen hat und darf dann wieder von vorne anfangen. Das ist
ja, nicht im Sinne des Erfinders. Und vor allen Dingen, wenn man dann schon vielleicht 1,5, 2, 3 Stunden gespielt hat und soll dann wieder beim letzten Speicherpunkt anfangen, das ist halt dann schon doof. So, jetzt schauen wir mal, sehen wir gleich auf Anhieb eine Kiste. Diese Fässer nicht. Kiste. Da müsst ihr auch immer aufpassen, dass ihr nicht an diesen Strippen hier hängen bleibt, an den Masten und an den Rahen. Dann könnt ihr euch nämlich nicht mehr befreien. So, Kiste aufnehmen und nach oben. So, das ist garantiert die verkehrte Richtung, wie ich mich kenne. Wo ist meine Insel? Da drüben. So, wir brauchen diese Kisten wegen am Holz und die anderen Kisten wegen den Schätzen, die da drinnen sind. Also, ich sage jetzt einmal hier diese Krüge aus Metall und so weiter. Ich weiß noch nicht, was man damit anfangen kann. Keine Ahnung. Gibt mir relativ momentan wenig Sinn, 30, 40 Metallkrüge zu sammeln. Vielleicht gibt es dann Trophäen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das tragen wir gleich mal hier hin. Lupp. So, das ist eine Kiste, die man öffnen kann. Was haben wir drin? Eine Axt, das ist sehr gut. Die ist zwar schon halb kaputt. Dann haben wir einen Rohkäse und eine Kerze, das ist gut. Ich weiß nicht, was man mit diesen Bronzekelchen machen kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bin noch nicht dahinter gestiegen. Ich habe auch bei den anderen YouTubern bis jetzt noch nichts gesehen, dass sie da irgendwas damit angefangen hätten. Vielleicht kommt es ja später, wie ich es schon mal angesprochen habe, dass, ja, wenn dann die Piraten aktiv werden, dass man dann gegebenenfalls, ja, da ist dasselbe Mist drin, ne? Dass man gegebenenfalls dann sich freikaufen kann oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich nehme jetzt mal bloß das Zeug mit, was mir auch wichtig erscheint. Eine Machete wäre jetzt zum Beispiel nicht schlecht, die gibt es auch. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden, leider Gottes. Aber die wäre schon Gold wert. Wobei ich meine, so ein Messer ist eigentlich auch relativ schnell hergestellt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier hinten am Heck vom Schiff irgendwas haben. Meistens ist hier auch eine Kiste versteckt, ne? Hier. So, die nehmen wir uns auch mit. Und gleich mal nach oben. Wenn ihr dann 3, 4, 5 Mal getaucht habt, solltet ihr vielleicht auch langsam an Essen, Trinken denken und ans Ausruhen, weil der Körper ist dann manchmal schon ganz schön fertig und dann kann es euch passieren, dass euer Lebensbalken recht schnell nach unten geht. Das solltet ihr vermeiden. So, was haben wir denn hier in dieser lustigen Kiste drin? Haben wir hier was Besonderes? Ja gut, also sagen wir mal Wandkerzenhalter, ja, im Haus, auf dem Schiff, nein. Da bringt es nicht viel, da ist das hier besser. Laternenwandhalterung ist viel besser. Naja, der Holzhammer, den können sie sich eigentlich auch klemmen, ne? Sag ich jetzt mal so. Gut, dann schwimmen wir noch mal raus. Dann hätten wir es dreimal gemacht.
Und mehr ist wahrscheinlich auch nicht zu finden. So, wir spechten einfach mal von hier oben nach unten. Ob wir irgendwas erkennen können. Irgendeine Kiste, eine Truhe. Ich habe auch schon neben den Schiffen gesucht, ob es vielleicht Truhen gibt, die vielleicht, ja, von Bord gefallen sind. Da habe ich aber nichts gesehen. So, da hätten wir hier unten Fässer und das ist aber keine Truhe, nein. Da sind Fässer, das sind aber welche, die wir nicht mitnehmen können. Da ist auch nichts. Man erkennt die Truhen eigentlich schon, weil die anders ausschauen, wie die hier unten auf dem Schiff, die man nicht mitnehmen kann. So, wenn wir erst einmal ein bisschen Luft holen. Tauchen wir noch mal hinab. Aber da ist nichts weiter. Da, das ist keine Truhe. Die Fässer können wir nicht mitnehmen. Das ist auch keine Truhe zu mitnehmen. So, und hier oben haben wir auch nichts. Wir haben zwar jetzt ein Level Up geschafft. So, dann geht's nach oben. Das war's dann. Dann können wir uns wieder anziehen, können was essen, können uns ausruhen. Blub, blub. So. Also dann ziehen wir das wieder an. Na komm. Macht keine Zicken. Und dann schauen wir, dass wir das verstauen, was wir mitnehmen wollen. Öffnen. Wir wollen mitnehmen den Käse. Ah, das geht nicht mehr. Okay. Das geht nicht mehr. Geht wenigstens die Kerze jetzt noch hier rein? Ja, die geht noch. Die Kerze geht nicht. Ach so. Wir ziehen erst einmal unser Zeug wieder hier rein, was wir brauchen. So. Dann kriegen wir ja da vielleicht ein bisschen Platz frei. Dann hätten wir eine Axt zum Mitnehmen. Die geht da nicht rein. Da geht sie rein. Der Käse geht noch. Okay. Naja. Geht doch, ne? Geht doch. Wer sagt's denn? Und den Kelch, den lassen wir da, weil, wie gesagt, momentan habe ich null Plan, ja, was man damit machen soll. Jetzt schmeißen wir einfach mal hier ein bisschen was weg. Naja, wegschmeißen ist es übertrieben, ne? Die zweite Axt, die legen wir mal auch mit da oben rein. Das brauchen wir. Das brauchen wir jetzt auch nicht am Mann. Die Kerze brauchen wir jetzt auch nicht am Mann. Ach, den Bogen bräuchten wir rein theoretisch jetzt auch nicht, weil wir jetzt heimfahren. Das Messerle haben wir ja noch. Messerle, das lassen wir mal da. Den Hammer lassen wir da. Machen wir es mal so. Messer legen wir weg. Okay. Gut, hätten das mal verstaut. Jetzt schauen wir mal den anderen Kistlein, was wir da noch mitnehmen. Auf jeden Fall diese Wandhalterung, auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Und einen Hammer nehmen wir mit. Auch wenn er schon halbwegs kaputt ist, das macht nichts. Es ist immer besser, ein bisschen Reserve zu haben. Was war noch? Nichts mehr. Naja, die Wandhalterung im Haus.
Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Wandhalterung im Haus. Ja, okay. Auf dem Floß brauchst du es nicht. Wahrscheinlich ist da der Wind zu stark innerhalb, ja, unseres Gebäudes hier, unseres Hauses. So, wo schmeißt man das hin? Haben wir hier, upsala, haben wir hier Platz? Nee. Da haben wir auch eine Axt. Irgendwie sollten wir dann auch das ein bisschen sortieren, was man auf Reisen mitnimmt. Dass man eine Kiste mit Werkzeug hat und so weiter, ne? Kriegen wir das hier noch unter? Ja, eigentlich schon, gell? Schaut doch gut aus. Ach, haben wir auch noch da rein? Okay, jetzt sind wir erst bei 13,6 Kilo. Wahnsinn. Gut. Das schaut eigentlich recht nice aus, sage ich jetzt einmal. Ja, das werden wir dann zu Hause. Auf der Base werden wir das dann alles mal sortieren und dann eine spezielle Kiste hier auf dem Floß einrichten, wo wir nur Werkzeug drinnen haben, wo wir nur Essen drin haben und so weiter. Das sollte eigentlich dann auch passen. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Hunger ausschaut. Hunger haben wir bloß 6. 17% Müdigkeit haben wir fast keine. Okay, das heißt auf gut Deutsch, wir werden jetzt erst einmal schauen, wo müssen wir denn hin? Wir wollten nach Norden. Lass uns das mal angucken. Oder sind wir schon im Norden? Nee, waren wir nicht. Lass uns gucken. Wir sind jetzt bei wenig Bananen. Okay, da ist nämlich bloß noch eine Bananenstaude da. Und jetzt wollen wir nach Norden. Zielmodus. Da, ne, das ist meine Base. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir. Wollen wir da hin? L? Nein, L war es nicht. K. Wo ist denn hier L? Ach, L ist da drüben. Hinter meiner Base ist die K-Insel. Die K-Insel, ja. Die K-Insel ist hinter meiner Base. Okay. Kein Problem. C. Wo ist denn da C? Ah, kann der das nicht in die Mitte machen, der Nasenbär? Kann man das nicht irgendwie verschieben? Das hilft mir eigentlich echt wenig. Okay. K, hinter meiner Insel, okay. Dann fahren wir halt jetzt zu meiner Insel und fahren weiter an der Insel vorbei nach K. Das ist, heißt direkt nach Norden. Was? Nach Norden? Ja, Norden ist doch da drüben, du Gnom. Da ist Norden. Und der sagt, das ist meine Insel. Meine Base. Ach so, naja, klar. Logisch. Weil ich bin ja hier auf dieser Insel. Und dann gucke ich ja jetzt nicht nach Norden. Das ist schon klar. Da gucke ich ja nach Ost, Südost. Südost. Und fahre jetzt genau eigentlich nach Nordosten. Genau. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Keiner weiß Bescheid. Alle machen mit. Okay. Ich glaube, wir haben alles, was wir eigentlich wollten. Keine Kisten, die wir kaputt machen können, haben wir nicht gefunden. Okay. Na gut. Ja, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen zurückfahren. Werden wir das Router etwas einschlagen. So, naja, es geht doch. Geht doch, geht doch. Wer sagt's denn? Tja, da kann man sich dann auch noch auf der Homepage
Gegebenenfalls dann einen Anlegesteg bauen, am besten so U-förmig. So, jetzt wollen wir nach, wir wollen jetzt da rum, so, wollen zu unserer Base und dann machen wir volle Fahrt, volle Kanne und da fahren wir dann links an der Insel vorbei bei uns, schippern gerade drauf. Und da ist dann die andere Insel, die wir schnell abklappern. Und dann sage ich einmal Prost erstmal. So, nachdem, dass ich ja da zwei Videos zusammenschneide, machen wir jetzt eine Pause, damit wir die zweite Insel noch drauf kriegen. Also, bis gleich, liebe Leute. Ja, weiter geht's. Pause beendet. So, wir sind jetzt auf der K-Insel gleich. Die werden wir dann auch noch benennen müssen, ne? So, und dann nehmen wir einfach mal das Segel ein wenig runter. Weil wir haben unheimlich viel Fahrt drauf. Das ist auch kein Wunder. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Segelmasten. Wobei natürlich 2 dann wieder abgebaut werden, damit ich Palmenblätter bekomme. So, dann legen wir noch mal schön an hier. Ja. Gut. Aber das schaut aus, als wenn ich hier schon mal gewesen bin, ne? Okay, wir schauen mal. Da hatte ich, glaube ich, schon mal was zurechtgelegt am Palmenblätter. Genau, da waren die pa Palmen, sage ich. Die Bananen. Das ist unsere Insel da hinten. Oder dann ist das nicht die K-Insel. Moment, wo sind wir denn? Doch, wir sind auf der K-Insel. Ach so, die heißt schon wenig Bananen. Der habe ich ja schon einen Namen gegeben, ich Trollkopf. Ja gut, was haben wir denn an Bananenblätter da? Zählen wir halt einfach einmal, ob sich's rentiert. Ach, da habe ich ein Bündel gemacht. Das machen wir mal weg. Zählen wir mal. Eins. Zwei. Zwei. Drei, vier und fünf. Fünf Bananenblätter. Die hatte ich damals zusammengebunden. Fünf, sechs, sieben, acht. Wir brauchen noch drei. Drei könnten wir noch gebrauchen. Dann können wir uns noch ein Segel bauen. Das machen wir doch auch gleich. Okay, dann mache ich jetzt erst einmal. Ja, mache ich jetzt eine Pause. Ja, ich glaube, ich mache eine Pause, sonst wird es zu lange. Das gibt dann ein neues Video. Okay, dann sage ich danke fürs Reinschauen. Und wenn es dann weitergeht im nächsten Video, lade ich euch wieder ein. Ganz klar. Denkt an ein Like, an einen Kommentar. Und ja, abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Macht die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was ich Neues geladen habe, hochgeladen habe. Ansonsten schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr ein paar Links. Da sind noch ein Haufen Bananen. Gut. Da können wir noch etliches absensen und noch ein paar Segel bauen. Okay. Gut, ja, dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVP. Okay.